Kapitel 13. Da Ephraim Schreckliches redete, ward er in Israel erhoben, danach versündigten sie sich durch Baal und wurden darüber getötet. Aber nun machen sie der Sünden viel mehr und aus ihrem Silberbilder, wie sie es erdenken können, nämlich Götzen, welche doch eitel Schmiedewerk sind. Dennoch predigen sie von denselben, wer die Kälber küssen will, der soll Menschen opfern. Darum werden sie sein wie die Morgenwolke und wie der Tau, der frühmorgens vergeht, ja, wie die Spreu, die von der Tenne verweht wird, und wie der Rauch von dem Schornstein. Ich bin aber der Herr, dein Gott, aus Ägyptenland her, und du solltest ja keinen anderen Gott kennen denn mich und keinen Heiland als allein mich. Ich nahm mich ja deiner an in der Wüste, im dürren Lande. Aber weil sie geweidet sind, dass sie satt geworden sind und genug haben, erhebt sich ihr Herz, darum vergessen sie mein. So will ich auch werden gegen sie wie ein Löwe, und wie ein Adler auf dem Wege will ich auf sie lauern. Ich will ihnen begegnen wie ein Bär, dem seine Jungen genommen sind, und will ihr verstocktes Herz zerreißen und will sie daselbst wie ein Löwe fressen, die wilden Tiere sollen sie zerreißen. Israel, du bringst dich in Unglück, denn dein Heil steht allein bei mir. Wo ist dein König hin, der dir helfen möge in allen deinen Städten? Und deine Richter, von denen du sagtest, gib mir Könige und Fürsten? Wohlan, ich gab dir einen König in meinem Zorn, und will ihn dir in meinem Grimm wegnehmen. Die Missetat Ephraims ist zusammengebunden, und seine Sünde ist behalten. Denn es soll ihm wehe werden wie einer Gebärerin. Er ist ein unverständig Kind, denn wenn die Zeit gekommen ist, so will er die Mutter nicht brechen. Aber ich will sie erlösen aus der Hölle und vom Tod erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein, Hölle, ich will dir eine Pestilenz sein. Doch ist der Trost vor meinen Augen verborgen. Denn wenn er auch zwischen Brüdern Frucht bringt, so wird doch ein Ostwind des Herrn aus der Wüste herauffahren, dass sein Brunnen vertrocknet und seine Quelle versiegt, und er wird rauben den Schatz alles köstlichen Gerätes. Samaria wird wüst werden, denn sie sind ihrem Gott ungehorsam, sie sollen durchs Schwert fallen, und ihre jungen Kinder zerschmettert und ihre schwangeren Weiber zerrissen werden.